Sag, Herr Wollmuth. So, Herr Wormuth, schön, dass Sie bei mir sind. Was haben Sie uns denn zu sagen? Ja, ich habe ein neues Album aufgenommen. Es kommt noch in diesem Jahr in den Handel. Um was geht es denn in diesem Album? Es sind verschiedene Themen, die wir als Band aufgegriffen haben, die ich als Band aufgegriffen habe. Zum einen wird die Psychiatrie eine wesentliche Rolle spielen, so viel kann ich schon verraten. Und es werden auch andere Themen behandelt werden. Was für Themen stellen Sie sich noch vor, außer der Psychiatrie? Ja, eine ganze Menge anderer Themen. Und da soll der Leser einfach selber entscheiden, was er hören will. Sie haben gesagt, das soll der Leser selber erfahren. Das ist richtig. Da merkt man ja schon Ihre Art. Sie nehmen sich ja anscheinend selber nicht so ganz für voll. Wie würden Sie sich selber beschreiben? Meine Musik ist leicht ironisch und alles andere ist letztendlich eine Sache des guten Geschmacks. Ich habe viele Jahre im Außendienst gearbeitet und denke, kann inzwischen auch sagen, dass ich eine schwere Kindheit hatte, dass ich aber trotzdem unterstützt wurde, und das, glaube ich, spiegelt sich auch in meiner Musik dann letztendlich wieder. Ja, ich denke, deswegen habe ich auch so viel Zuspruch von außerhalb und von innerhalb. Ich habe ja schon gesehen, Sie haben wirklich sehr viel Zuspruch und Unterstützung durch Ihre Freunde aus Ihrer Heimat, hier aus Gießen auch. Ja. Was haben Sie denn schon für Projekte mit Ihren Freunden und Bekannten abgeschlossen? Was planen Sie noch? Ich habe gerade nicht zugehört. Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Ich probiere es anders zu formulieren, einfacher. Was haben Sie schon für Projekte, für andere Projekte in Ihrem Leben geschaffen mit Ihren Freunden? Vielen Dank für die Frage. Ich habe natürlich schon drei Alben aufgenommen. Das heißt natürlich, es war eine harte Arbeit. Das erste Album, wie sich viele noch erinnern, war Kirschtorte, das Doppelalbum, wo ich mich noch finden musste. Und dann kam Metaphor, das war ein reines Drogenalbum, auch wenn die Presse immer schreibt, dass es kein Drogenalbum ist. Ich bin davon überzeugt. Was war das? Entschuldigung, ich habe naja, Sie wissen schon. Reden Sie gerne weiter. Okay, ja. Und dann kam Kontakt, ein unglaublich überwältigendes Album. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Bei Kontakt ist mir ja sofort das Albumcover ins Auge gestochen. Ja. Wie kam es zu diesem Albumcover? Für unsere Zuschauer, was ist dieses Albumcover? Wie beschreibt man das? Naja, wir haben den Versuch gewagt, muss man sagen, das Experiment gestartet, dass wir im Flur einfach das Foto geschossen haben, also das Cover geschossen haben. Und hierbei war es vor allen Dingen wichtig, dass viele Personen anwesend waren. Wir haben das mit Licht gemacht und dann haben wir halt das Foto geschossen. Hört sich ja sehr banal an. Was stehen denn noch für Ihre Zukunft für Projekte an? Ich werde in Zukunft dieses Album beenden. Ich habe noch keinen Titel dafür. Das wird sich noch finden, denke ich. Und in Zukunft möchte ich natürlich weiterhin erfolgreich sein. Und mir geht es vor allen Dingen darum, natürlich das Publikum zu unterhalten. Eins, zwei, drei.
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 8, wer hätt's gedacht, ich hab den Code geknackt und ich zähle. Unterhaltung ist ja der. Vollenden Sie gerne diesen Satz. Unterhaltung ist. Der Wormut. Der Wormut. Ich bedanke mich für das Gespräch mit Ihnen und wünsche Ihnen eigentlich nichts Schlechtes. Danke. Vielen Dank.